Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Metatron Cyberspace Lichttempel. Und heute im Tempel ebenfalls anwesend die Göttinnen. Und eine sitzt ja schon neben mir. Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Antje Kyriadeva. Heute geht es ganz speziell um die Göttinnen. Und ganz besonders, wir erleben die Liebesschule von Göttin Venus. Und das bedeutet heute insbesondere das Thema Heilung für deine Partnerschaft. Und wir gehen natürlich auch immer übergeordnet über Raum und Zeit für die Partnerschaften. Ja, wir betrachten das heute mit euch in einer Stunde aus der Perspektive mit den Göttinnen, im Besonderen heute mit Lady Venus. Und ich möchte euch noch mitteilen, dass wir aber auch schon ein Kurzseminar, ein Online-Seminar, das geht circa knapp 3 Stunden, anbieten. Und dieses Seminar, Heile mit den Engeln deine Partnerschaft. Und das ist auch wirklich gut für alle Frauen, wenn sie es ihren Männern schenken. Weil die Männer kommen gar nicht so auf die Idee, so ein Seminar zu buchen. Aber wenn du sie jetzt überraschst als Geschenk, ja, wir haben ja diese Woche den Tag der Frau gehabt und dann sagst du, das war mein Wunsch und wenn ich jetzt schon nicht so viele Blumen erhalten habe am Tag der Frau, dann wünsche ich mir zumindest mal, dass mein Mann einfach wieder intensiver auch sich um unsere Partnerschaft kümmert, weil da gehören ja immer 2 dazu. Und ich weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, dass wir Männer das manchmal nicht ganz so dringend sehen, weil wir meinen, wir sind ja schon gut. Und da braucht es dann vielleicht mal einen kleinen Schubs. Und in diesem Online-Seminar, da geht es dann darum, wie du deine Beziehung auch auf der energetischen Ebene betrachten kannst, ob da überhaupt ein Fluss da ist, von Chakra zu Chakra. Das ist natürlich auch wichtig, dass man den hat. Dann macht man auch eine Meditation zur Transformation mit Shiva und Shakti. Also da wird ja dann auch aufgeräumt im Seminar und in diesen 3 bis 4 Stunden hat man dann auch Zeit. Da ist ja auch eine Pause dazwischen geschaltet. Und es geht ja auch im Besonderen darum, auch den lichtvollen Energiefluss wiederherzustellen von in den Partnern, von Chakra zu Chakra, also von deinem Herzchakra zum Herzchakra deines Partners. Und da haben wir auch dann eben diese Zeit in diesem Seminar und außerdem bekommst du da auch noch viele Tipps, wie du den Energiefluss dann auch in der Beziehung aufrechterhalten kannst. Das jetzt mal ein kleiner Werbeblock eingeschaltet, weil mit der heutigen Stunde könnt ihr da dann direkt weitermachen. Und das Seminar findet ihr entweder auf unserer Homepage, ja, geht ihr einfach auf den Button Seminare rein, dann werdet ihr weitergeführt zu Elopage oder ihr geht auf kristallengel.de. Kristall-Engel. Eigentlich müsste heißen Kristall plus Engel. Aber es heißt okay. Kristall-Engel.de, dann seid ihr direkt auf der Seite, wo unsere Online-Seminare angeboten sind. Oder eben direkt über unsere Homepage unter Online-Seminare zu finden. Dann habt ihr auch einen Link. Heute betrachte ich mal diese Meditation als eine venusische Therapie für unsere Liebesbeziehung. Ja, gerne. Und deswegen, Göttin Venus ist tatsächlich eine Spezialistin. Sie hat es uns so erklärt. Wir können daher uns ganz auf diese Spezialistin verlassen, auf sie vertrauen. Und das werden wir jetzt noch intensiver hören. Aber zuvor wolltest du noch etwas über venusische Männer erzählen? Ja, venusische Männer ist natürlich was ganz Spezielles. Die Antje und ich, wir sind schon seit Jahrzehnten mit Venusiern in Kontakt und einer davon ist euch vielleicht auch bekannt, das ist Valiant Thor und der hat uns ja auch und auch euch den dreifachen Feuerring geschenkt. Wenn ihr nicht wisst, was der dreifache Feuerring ist, ja, dann geht in Kontakt mit uns
Und ihr lernt es dann. Ja, in den Friedensmeditationen findet ihr da noch genaueres darüber. Geht dann, scrollt dann ein bisschen zurück und ihr findet in den Friedensmeditationen Billion Tor. Und die Aktivierung des dreifachen Feuerrings. Aber kommen wir von Valiant noch zu seinem Bruder, denn sie haben ja mal 3 Jahre hier auf der Erde gelebt. Ja. Und wenn man so diesen Kontakt mit diesen venusischen Männern hat, also so, jetzt spreche ich mal von mir, von Mann zu Mann, dann bekommst du, wenn du mit denen öfters zusammen bist, bekommst du das auch von denen so ein bisschen heruntergeladen, wie die sind. Und das ist total interessant, also die sind ja auch so, ja, wenn du auf der Venus lebst und dort geschult bist, dann ist ja das Wichtigste Herzensschulung und immer im Herz bleiben. Und dann sagst du, okay, auf der Venus hast du das jetzt ein paar Inkarnationen gemacht und dann kommt die Meisterprüfung und dann heißt es, okay, jetzt machen wir die Meisterprüfung auf der Erde. Kannst du im Herz bleiben in allen Situationen? Und viele, viele haben das auf der Venus gelernt und wollen das jetzt hier auf der Erde natürlich dann auch weiterbringen. Aber es ist auch gut, dann so diese direkten Begleiter zu spüren, wissen, dass sie mit dabei sind. Und der Bruder vom Valiant, der Dan, der ist ziemlich oft bei mir und gibt mir immer so den einen oder anderen Hinweis, wie ich mich dann vielleicht noch besser in die eine oder andere Situation hineinherze. Ja, weil als Mann ist man vielleicht oftmals ein bisschen ruppig, kann ja sein, dass das stimmt, dass man das uns Männern unterstellt, gehöre ich bestimmt auch dazu. Aber ich versuche ja auch immer besser in die Harmonie reinzukommen und in dieses zarte, feinfühlige dann hier auch auf der Erde zu leben. Da tue ich mir auch manchmal ein bisschen schwer, weil man manchmal so als Mann denkt, da kommst du ja nicht weiter, wenn du so bist. Und jetzt kommt natürlich der heutige Abend und auch dieses Seminar, von dem ich gerade vorhin gesprochen habe. Und da kommen wir dann auch wieder, wir Männer im Besonderen auch, wieder so an die Feinheit und an die Sanftheit unserer Seele hin. Lady Venus, Göttin Venus, ist natürlich der Logos oder die Herrscherin, die Regentin des Planeten Venus, des Morgens- und des Abendssterns. Und dort ist die hohe Schule der Liebe, die auch auf die Erde einstrahlt. Die sich für Astrologie interessieren, wissen selbstverständlich, dass Venus als Liebesplanet mit diesen Schwingungen immerwährend auf die Erde einstrahlt. Und so wie Göttin Gaia die Erdenmutter ist, die große, die Pachamama, die große Erdenmutter, die Hüterin unserer Erde. Und so ist eben Göttin Venus die Regentin des Planeten Venus. Wir können jetzt gleich in die Meditation gehen, außer du möchtest noch was über die Venus-Essenz sagen? Über die Venus-Essenz möchte ich nur sagen, geht auf unsere Homepage, schaut euch mal an, geht auf die Diamantprodukte, da findet ihr die Venus-Essenz und es ist halt eine geniale Essenz, im Besonderen jetzt eben auch für die Zeit, auch wenn man mit seinem Partner zusammen ist, dass man im Gleichklang schwingt und es ist eben auch eine sehr feine Essenz und andererseits ist sie auch eine sehr mächtige Essenz, weil wir oftmals eben auch von außerirdischen Wesenheiten besucht werden, die wir nicht eingeladen haben. Ich bin da jetzt mal ganz diplomatisch und ganz lieb und sage, okay, wenn sie dann schon da sind, dann ist es eben auch gut, dass man mit ihnen dementsprechend kommuniziert und ihnen auch klar macht, okay, hier gibt es nur Licht und Liebe. Und wenn du das nicht möchtest, das ist auch wieder diplomatisch gesagt, dann müsst ihr woanders hingehen oder dann eben werden sie vom Erzengel Michael dorthin gebracht, wo ihre geistige Heimat ist. Mal schauen, was heute passiert, weil wenn wir das so ins Feld mit euch hineinsetzen, dann ist es ja auch eine Liebeswelle der Venus, die wir heute Abend ins morphogenetische Feld der Erde hineinsetzen. Dann könnt ihr euch jetzt bequem hinsetzen, legen,
Einfach in die Innerlichkeit gehen, im Bewusstsein, dass die Licht- und Sterngeschwister bei euch zu Hause einen wundervollen Lichtraum errichtet haben, einen Schutzraum. Es auf jeden Fall, das geschieht jedes Mal, wenn wir eine solche Online-Meditation machen, weil wir das im Vorfeld schon den Licht- und Sterngeschwistern übergeben und das auch so erbitten, dass alle Teilnehmer genauso in einem Lichtraum sind wie wir hier. Also ihr seid praktisch im selben Lichttempel ganz geborgen in den Armen der Göttinnen heute. Und ihr könnt jetzt genießen die Energie von Göttin Venus oder auch Lady Venus. Und sie spricht: Geliebte Lichtseele, heute nehme ich dich mit in meinen Tempel auf der Venus. Wir Göttinnen hüllen dich ein in unsere Liebesfrequenz, in unser Lichtfeld, in das Liebesfeld der Ewigkeit, und wir tragen dich hinfort, nehmen dich mit in die venusischen Lichtreiche. Wir reisen gemeinsam dorthin, und die Venus selbst ist geprägt von großer Strahlkraft. Dies bedeutet, dass wir zwar einen Planeten sehen können, beobachten als Astronomen, aber die Strahlkraft, die energetische Strahlkraft, ist unermesslich. Diese Strahlkraft wiederum entsteht durch die innere göttliche Anziehungskraft von mir, Göttin Venus, und die Fähigkeit, also die Fähigkeit der Göttin, das Licht magnetisch anzuziehen und zu empfangen, in mir aufzunehmen. Die Energie der göttlichen Weiblichkeit ist intensiv auf der Venus präsent. Die göttliche Weiblichkeit ist es, die in dir und in allem in der Schöpfung Fruchtbarkeit hervorbringt, die Möglichkeit der Neuschöpfung. Die Venus zieht dich an wie ein Magnet. Je näher du der Venus kommst, desto leichter, lichtvoller, desto strahlender wird es. Die Venusier sind alle wunderschön und wohlgeformt, auch nach euren menschlichen Sinnen. Sie sind von Leichtigkeit geprägt. Wenn sie ihre Strahlkraft erhöhen, können sie von einem Ort zum anderen Ort schweben. Die Kinder auf unserem Planeten üben dies. Es ist lustig mit anzusehen. Es ist wie auf der Erde, wenn die Kinder das Laufen lernen oder das Fahrradfahren lernen. So werden die venusischen Kinder gelehrt, ihre Strahlkraft zu erhöhen und zu schweben. Es gibt hier viele Spiele, um dies zu üben. Auf der Venus gibt es einen besonderen Tempel, in dem die Göttinnenfrequenzen wirken. Der venusische Tempel der Göttinnen. Zu großen Festen sind viele Wesenheiten von überall aus dem Universum eingeladen. Es ist unwiderstehlich, in diesen Tempel einzutreten. Ob männlich oder weiblich. Wie ein Magnet
ziehen wir die hilfesuchenden Wesenheiten in das Zentrum unseres Tempels. So können sie in unsere Heilenergien eintauchen, die da sind: Liebe, Freude, Erquickung, Loslösung, Erfrischung und Regeneration. Nun kannst du visualisieren und den Bildern folgen, denn das, was du dir vorstellst, da manche es auch gleich wirklich sehen, das geschieht. Jetzt kommt eine geistige Schauung des Göttinnentempels auf der Venus. Der venusische Tempel umfasst mehrere Dimensionen. Du kannst dort dich von Dimension zu Dimension hochschwingen, bis du in das höchst schwingende innere Zentrum gelangst, so als würdest du eine Wendeltreppe hochsteigen. Dieser Tempel ist schwebend, er ist rund geformt und strahlt mächtiges Licht und viele Farben aus. Je näher wir uns zum Zentrum hinbewegen, desto intensiver und stärker werden die Lichtimpulse gleich Wellen, die dich erfassen. Diese Energiewellen gehen von einer schwingenden Merkaba aus. Treten wir in den inneren Raum der Merkaba ein, so wird alles sanft und liebesdurchdrungen. Im Zentrum des Tempels und im Zentrum der Merkaba thront Lady Venus. Mit ihren Vollmachten vermag sie mit Leichtigkeit alle Themen und dunklen Punkte in unserer Aura in Bezug auf Liebesthemen mit einer einzigen Handbewegung hinfortzuwischen, zu erlösen und mit ihrer reinsten Liebe aufzufüllen. Lady Venus spricht weiter. Wir bringen dich heute in unseren reinen, strahlenden Tempel. Dieser Tempel ist schwebend, er schwebt leicht über einer Anhöhe. Er ist in der Form eines griechischen Tempels erbaut, ist offen nach allen Seiten und von gewaltiger Größe. Nur der eingeladen ist, wagt ihn zu betreten. So rein, edel und unfassbar schön strahlt er aus. Es entspringt eine Quelle aus seiner Mitte. Es ist die Quelle der ewigen Jugend und Schönheit. Diese Quelle fließt über mehrere Seiten hinweg, die Stufen hinab und drängt das ganze umgebende Land. Wir reichen dir jetzt aus unserer Quelle. Erquicke und erfrische dich von der Quelle der ewigen Jugend und Schönheit der Venus. Es ist ein Willkommenstrunk. Sei
von Herzen willkommen in der Mitte unseres Kreises. Alles um dich ist strahlend, hell erleuchtet. Es kann die Farben wechseln, je nachdem, welche Strahlkraft jetzt erwünscht ist. Und diese Farben und Strahlkraft strahlt aus ins gesamte Universum. So, im Zentrum dieses Lichttempels, von Lady Venus bestrahlt, von ihren Tempelpriesterinnen umgeben, sind wir jetzt geborgen, können einfach loslassen. Und Lady Venus strahlt jetzt mit ihren Vollmachten auf uns ein, heilt unsere Chakren von allen Liebesthemen über Raum und Zeit. Du kannst jetzt die Energie, das Energiefeld deiner Partnerschaft hineinnehmen. Du kannst bitten, dass vergangene Partnerschaften geheilt werden, auch über Raum und Zeit. Und du kannst jetzt schon deine zukünftige Partnerschaft, wenn du dir eine wünschst, mit hineinnehmen. Visualisiere also, und so sagt Lady Venus, die vergangenen Partner werden alle hier mit einbezogen. Die aktuellen Partner, natürlich immer Partnerinnen. Und Zukünftiges kannst du hier mit einbeziehen, denn unser Licht strahlt erhaben, strahlt übergeordnet, über Raum und Zeit. Und wir können blicken in alle Leben, in alle Situationen. Darum öffne dich in deiner Seele jetzt. Je weiter, je strahlender du dich öffnest, je mehr du bereit bist, umso intensiver dürfen wir wirken. Denn wir fragen immer sanft bei jedem Schritt, deine Seele, bist du bereit? Seele. Und so fokussieren wir uns jetzt auf unser Kronenchakra. Göttin Venus reinigt unser Kronenchakra bei Raum und Zeit in Bezug auf Partnerschaften und Liebesthemen. Denn hier über das Kronenchakra strahlt vor allem Vergangenes, Karmisches ein, das dich noch belastet. Und so übergibst du die Einstrahlungen der Vergangenheit voll Vertrauen in die Obhut, in das Herz von Göttin Venus und den Tempelpriesterinnen, die dich jetzt umgeben. Öffne dich weit im Kronenchakra, dass Altes einfach abfließen kann, wie mit einer sanften Handbewegung von Göttin Venus. Sie ist so mächtig, dass sie die Regentin ist eines ganzen Planeten. An dieser Stelle
Im Kronenchakra sollte, so sagt Göttin Venus, das Licht der höher schwingenden Sternenzivilisation, der Liebesbeziehungen, des Lichtuniversums einstrahlen, so wie wir unsere Liebespartnerschaften pflegen. Und dieses Energiefeld entzünde ich in deinem Kronenchakra, dass es von dort einströmt, in dein Hier und Jetzt. Ich entzünde auch die Liebesschule, die du schon durchlaufen bist, alle Lichtmomente, alle Liebesbeziehungen über Raum und Zeit. Ich erinnere deine Seele, dein Kronenchakra, an diese höchsten, heiligsten, strahlendsten und lichtesten Momente in allen deinen Liebesbeziehungen, auch auf lichtvollen Planeten, in lichtvollen Dimensionen. Damit du weißt, es ist möglich und du dich erinnerst. Ja, dies wollte ich zur Erde bringen und es der Erde schenken. Ebenso strahlt über das Kronenchakra ein die lichtvolle Begleitung, die himmlische Begleitung, denn jede Partnerschaft hat spezielle himmlische Begleiter, die diese Partnerschaft schützen, immer liebe und lichtvoll bestrahlen. Und ein besonderer, lichtmächtiger Begleiter ist Erzengel Raphael, sind wir Venusier. Es gibt also besondere Schutzengel oder Lichtwesen, die deine Partnerschaft bestrahlen und begleiten oder deine zukünftige Partnerschaft, die jetzt schon bestrahlen. Nun fokussierst du dich auf dein geistiges Auge und Göttin Venus nimmt heraus alle negativen Gedanken aufgrund von Erfahrungen in vergangenen Partnerschaften. Das, was du Negatives über die Liebe gedacht hast, über Liebesbeziehungen oder über deine Partner, Partnerinnen gedacht hast über Raum und Zeit. Eben die Gedankenkonstrukte. Lass jetzt all diese Bilder, Gedanken, Erfahrungen über Misserfolg los. Lass sie einfach fließen. Es geht darum, dass du eine lichtvolle Zukunftsvision für deine Partnerschaft vor deinem geistigen Auge hast. Also eine Vorfreude. Ja, es wird eine wundervolle, lichtvolle, gemeinsame Zukunft. Dass du Lichtvolles in die Zukunft projizierst, denn du kreierst die Zukunft deiner Partnerschaft oder der zukünftigen Partnerschaft. Du bist der Schöpfer. Das, was du dir vorstellst, was du dir an Lichtvollen überhaupt vorstellen kannst, das Höchste, Lichtvollste. Ich
Und dazu ist es auch wichtig, ein lichtvolles Halschakra zu aktivieren. Hier geht es im Besonderen darum, liebevoll und harmonisch mit deinem Partner zu kommunizieren. Verständnisvolle Kommunikation ist hier angesagt. Und das bedeutet, nicht zu schnell auf etwas reagieren, woher es auch immer kommt. Hast du zu schnell reagiert, könnten sich dann Dinge entfalten, die du gar nicht möchtest oder wo du vielleicht früher selber noch verstrickt gewesen bist. Zum Beispiel in Flüche, die du selbst ausgesprochen hast. Diese negativen Worte kannst du jetzt erlösen. Du übergibst sie Lady Venus. Und dann ist es so, wie wenn du sie nie gesprochen hättest. Lady Venus wird dich auch daran erinnern, dass alles in dieser Inkarnation oder in anderen Inkarnationen, alle Programmierungen und Manipulationen, denen du ausgesetzt gewesen bist oder die du selbst verbreitet hast, aufgrund eines zu vorwitzigen Egos. Diese Manipulationen kannst du jetzt löschen. Du kennst ja dein eigenes Ego. Es ist wichtig, diesem Ego eine lichtvolle Perspektive zu geben. Dazu ist es auch noch dienlich, gesellschaftliche Programmierungen zu erkennen, wenn du in diesem Leben ein Mann bist. Was hast du unternommen und wie hast du dich artikuliert gegenüber den Frauen? Hast du immer ihre hohe Weiblichkeit anerkannt? Oder hast du versucht, durch Programmierung und Manipulation deinem Ego einen Vorteil zu verschaffen? Lass diese alten Programmierungen los. Zum Beispiel Kastensystem in Indien. Hast du dort ein Leben erlebt als Frau oder Mann? Dann kannst du davon loslassen. Diese Programmierungen, diese Manipulationen, die stattgefunden haben in jeder Religion, die kannst du Lady Venus übergeben. Dann bist du frei. Du spürst es in deinem Halschakra. Du kannst es daran erkennen, wenn du nicht mehr in der Lage bist, jemanden zu täuschen oder gar eine Lüge auszusprechen. Dann hast du es erkannt und bist auf dem richtigen Weg. Dann sind deine Worte Worte der Wahrheit und Worte der Liebe. Lady Venus lässt jetzt ihren Liebesstrom intensiv in dein Herzchakra einfließen.
Und sie reinigt dein Herzchakra von allen Verletzungen, Enttäuschungen im emotionalen Bereich. Oder wenn du selbst andere verletzt hast in den Partnerschaften. Denn das Wichtigste ist, der Liebesstrom von Herz zu Herz, dass die Herzen zueinander fließen können und alle Blockaden, die zwischen Herz und Herz sind, entfernt sind. Die Widerstände können eben alte Verletzungen sein, die du erlebt hast in dieser oder anderen Partnerschaften. Übergib sie Göttin Venus. Es kann sein wie ein Stacheldrahtzaun und du lässt den anderen nicht wahrhaft zu dir herein. Du kannst niemanden mehr vertrauen. Und so bitte Göttin Venus, dass sie dies von dir nimmt. Einfach so. Und der Fluss von Herz zu Herz wieder frei ist, die Liebe wieder fließen kann, denn die Liebe muss weiter fließen in einem mächtigen Fluss und Strom von dir ausgehen und als Antwort von den anderen Herzen zurückkehren. Gib der Liebe immer wieder eine Chance. Öffne dich wieder neu. Bitte Göttin Venus, dass sie dir die Angst vor Einsamkeit nimmt, die Ängste, verlassen zu werden oder verstoßen. Dies sind ebenso Hindernisse, damit sich dein Herz wieder weit öffnen kann und die Liebe wieder fließt. Visualisiere diese Regenbogenbrücke von Herz zu Herz. Der Erzengel Raphael sagt, stelle dir vor, wie meine Liebe, eine unermessliche Liebe, zwischen euch steht und es geht durch mich, durch mein Herz, von Herz zu Herz. Dann wird es gereinigt, dann wird der Fluss der Gefühle tiefengereinigt sein. Und du kannst dich noch mehr öffnen, denn du weißt, es wird nur liebevolles, lichtvolles, strahlendes wieder bei dir eintreffen. Dein Solarplexus-Chakra ist eingeladen zu einem himmlischen Fest. Du bist anwesend und ein hoher Lichtfürst betritt den Raum. Mit dabei seine Begleiterin. Oder ist er ihr Begleiter? Denn sie hat eine wunderbare Strahlkraft. Man kann gar nicht wegsehen zu ihm oder zu ihr. Es sieht einfach wunderbar aus. Sie sind göttlich in ihrer Strahlkraft.
ist es wie wenn sie auf einem Podest stehen. Und bei diesem gemeinsamen Auftreten hat jeder von den beiden genügend Raum für seine Strahlkraft, die er den anderen Festteilnehmern weitergibt. Und so spürt dein Solarplexus-Chakra jetzt diese Präsenz, dieses Schenken. Und du spürst und du nimmst es auf. Und es ist eine Lichtfrequenz eines wunderbaren Vorbilds, wie diese beiden sind, in dieser gemeinsamen Macht der Liebe, die sie jetzt dir zeigen und auf dich übertragen. Es sind ihre Fähigkeiten, auch wenn du sie das erste Mal siehst, auch jene werden dann in dir geboren. Oder Fähigkeiten, die bei dir verschüttet gewesen sind, kannst du jetzt neu wieder hervorbringen. Du bist auf diesem himmlischen Fest und merkst, jeder hat so viel Schönes zum Weitergeben. Da gibt es keine Konkurrenz mehr. Und so lösen sich auch diese alten Ego-Themen aus deinem Solarplexus-Chakra heraus, die oft noch allzu irdisch sind. Du spürst, wie die Festteilnehmer jetzt auch zu dir hinsehen, auf dich aufmerksam werden, weil du dich jetzt gerade erhöhst in deiner Strahlkraft dort, wo du bist. Und so ist es auch in jeglicher Situation auf Erden, wo du dich befindest. Du bist, die du bist. Du hast diese hohe Strahlkraft und weißt jetzt, dass diese Strahlkraft nicht mehr benutzt wird, um andere zu manipulieren, sondern sie wird dazu benutzt, um die Strahlkraft in den anderen, jedem, den du begegnest, zu erhöhen, ohne Ausnahme. So wie die Sonne auf jede Blume scheint, auf jeden Menschen. Die Sonne wählt nicht aus, ob dies in menschlicher Sprache ein guter oder ein schlechter Mensch ist. Die Strahlkraft wird geschenkt. Und dein Solarplexus hat keine Lust mehr, sich zu verstricken in irdische Machtkämpfe. Du hast jetzt diese himmlische Strahlkraft in dir und die wird direkt umgesetzt in irdische Strahlkraft. Hier in der Situation, wo du dich gerade befindest. Und alles fühlt sich rund an. Es dehnt sich wunderbar aus in dir und um dich. Und dann spürst du auch die harmonischen Lichtbewegungen um dich, wie die unendliche Acht sich formt von dir aus zum Nächsten und zum Nächsten. Und von denen wiederum zu dir. Jetzt bist du eine wunderbar strahlende Persönlichkeit.
Die Tempelpriesterinnen, Göttin Venus, bestrahlen dein Sakralchakra. Und dieses ist essentiell wichtig für alle Partnerschaften. Hier reinigt und blickt Göttin Venus über Raum und Zeit. Und sie erlöst allen Missbrauch und Frust auf allen Ebenen. Missbrauch in der Sexualität, im emotionalen Bereich, im physischen, auf allen Ebenen. Erlöst sie die Themen von Missbrauch und von Frust in der Partnerschaft, von Enttäuschung. Und wenn eine Partnerschaft nur noch ein äußeres Gerüst war, ohne wahren Inhalt, und sie nur noch im Außen der Welt als Schein gelebt wurde, und dies alles kannst du übergeben, Göttin Venus. Das Sakralchakra ist das Chakra der Freude auf allen Ebenen. Die Freude, der Genuss. Die Freude des Lebens, der Tanz des Lebens in deinen Liebesbeziehungen. Und hier sollten sich die Partner gegenseitig entfachen und entzünden, sodass es noch tausendmal mehr Freude ist, gemeinsam. Hier im Sakralchakra geht es um die gemeinsame schöpferische Ebene. Gemeinsam etwas kreieren. Die gemeinsame schöpferische Ebene bringt Kinder hervor. Seien es physische Kinder, dass es eine Familie wird, oder Kreationen, gemeinsame Projekte, etwas gemeinsam aufbauen, etwas gemeinsam hervorbringen. Erschaffen. Einfach die Freude durch das Miteinander, die schöpferischen Fähigkeiten zusammenführen, sie zu entfachen, zu entzünden und tausendfache Frucht hervorzubringen. Und so reinigt Göttin Venus die Vergangenheit. Und entfacht und entzündet das Schöpferisch-Kreative und die Freude in der gemeinsamen Liebe. Und so strömt diese venusische Freude und venusische Liebe, die jetzt in deinem Sakralchakra im Überfluss vorhanden ist, diese Liebe strömt jetzt direkt in dein Basischakra hinein. Es darf auch in das Basischakra deines Partners hineinströmen. Das darfst du dir wünschen, um etwas gemeinsam aufzubauen hier in der Materie. Das Glück zu haben, in irdischen Unternehmungen erfolgreich zu sein. Dies funktioniert im Besonderen im Gleichklang mit deinem Partner.
Hat einmal etwas nicht funktioniert? Vielleicht, weil sich ein Familienkarma ausgelöst hat, in diesem Leben oder in anderen Leben, dann übergib es jetzt Göttin Venus. Sie geht mit dir über Raum und Zeit. An den Ort, wo es entstanden ist und löst es mit dir auf. Schock und Traumata kannst du auch den Venusiern übergeben, zum Beispiel Valiant. Oder du rufst Dan, seinen Bruder. Sie helfen dir dabei, dieses zu erlösen. Und Dan sagt, erlösen ist der zweite Schritt. Erkennen, inwiefern du daran beteiligt gewesen bist. Und wenn es etwas Heftiges, Schwieriges war, dann sagt er, dann reißen wir es mit den Wurzeln auf und übergeben es wieder zurück in den Weltenurstoff. Es ist wie Unkraut und wird dann wiederum lichtvoll transformiert. Erlaube es jetzt, allen venusischen Freunden, die jetzt hier sind, dieses Unkraut aus deinem Basischakra zu entfernen. Es kann gemeinsames Karma mit deinem jetzigen Partner sein. Es kann eigenes Karma sein. Im Besonderen auch jenes, das du noch nicht erkannt hast. Es kann Karma sein, das du übernommen hast durch ein Ritual. Die venusischen Sternengeschwister sind jetzt bei dir und erlösen dies mit dir zusammen. Das kann auch durchaus heute noch, während du schläfst, geschehen, in dieser Nacht. Oder du wirst mitgenommen und Karma wird erlöst auf einem anderen Planeten, wo du noch verstrickt bist und dir deshalb die Basis hier auf der Erde gefehlt hat. Weil immer wenn du was aufgebaut hast, wurde es zerstört durch plötzliche Umstände. Und hier kommen die Venusier und sagen, wir gehen mit dir an die Wurzel, an die Ursache. Auch wenn es Planeten sind, die nicht im Lichte sich gerade aufhalten. Oder Sphären und Dimensionen, die in der Finsternis sind. Die Venusier kommen mit ihrem Herzenslicht dorthin. Sie verändern deine Basis. Dies geschieht jetzt. Sie wirken zusammen mit den Erzengeln, mit den Seraphim. Sie wirken zusammen mit den Meistern der Zeit, weil sie wünschen, dass du glücklich bist im Hier und im Jetzt. Feuerengel, Engel der Gnade und Barmherzigkeit mit den Venusiern zusammen. Und es wird leichter und strahlender in deinem Basischakra. Es erholt sich und du fühlst dich gut. Du fühlst dich wieder verwurzelt. Goldene Wurzeln für dich am heutigen Tag als Geschenk.
zum Abschluss noch etwas über die Liebesschule von Göttin Venus. Sie spricht über die Sexualität. Ich, Lady Venus, sage euch und mit mir alle meine Tempelpriesterinnen, die von mir geschult und ausgebildet wurden. Die Lichtfrequenz von Venus, dieses Sterns, sorgt für die Reinhaltung der Liebe. Und die Reinigung auf diesem Gebiet obliegt unserer Aufgabe. Immer wenn ein Missbrauch der Sexualkräfte, der sexuellen Energie oder eine Erniedrigung der weiblich-göttlichen Energie in euch vorkam, da könnt ihr uns rufen oder zu uns in den Tempel eintreten und wir heilen und reinigen diese Energien. Wir lehren euch in unserem Tempel die irdisch manifestierte Liebesenergie zu reinigen und zu heilen, wieder zu erneuern. Und wir lehren euch ebenso, diese Heilkräfte auf andere zu übertragen. Wir sind im Universum bekannt als Schicksalsgöttinnen und belehren die Menschheit seit Jahrtausenden in allen Liebesangelegenheiten. Wenn ihr Themen habt in Liebesbeziehungen, dann könnt ihr euch uns anvertrauen. Wir lehren die Seelen über mehrere Inkarnationen hinweg, denn wir strahlen auf ihr Schicksal ein. Es ist unsere göttliche Aufgabe, sie zu schulen. Wenn beispielsweise eine Seele die Sexualenergie in einem Leben für niedere, wollüstige Zwecke und für Ego-Befriedigung missbrauchte, dann wird sie erleben, dass sie im nächsten Leben von unseren venusischen Einstrahlungen nicht oder nur wenig positiv bestrahlt wird. Wir sind an dieser Seele nicht mehr zugeneigt. Dies bedeutet, dass diese Seele einen Mangel in Liebesangelegenheiten erfahren wird. Und es bewirkt, dass sie sich dadurch nach der reinen seelischen Liebe und der erhöhten göttlichen Liebe sehnt, weil sie sich eine Seelenpartnerschaft wünscht. Und dafür benötigt es unsere liebevollen Einstrahlungen auf dieser Erde. Auf diese Weise wird die Seele über mehrere Leben geschult, solange bis sie begreift, wie wertvoll es ist, die Liebe in einer seelischen Vereinigung im Gleichklang zu erleben und nicht durch Missbrauch des anderen. Über lange Zeitenläufe schulen wir die Seelen. Es ist eine wundervolle Aufgabe, wenn wir sehen, dass die Seelen dann Fortschritte machen. In den Leben zwischen den Inkarnationen kommt es vor, dass ihr eine venusische Liebesschule in einer Schulungssphäre besucht.
Einige unter euch durften sogar in den Tempeln und in den Reichen der Venus ein Leben, eine venusische Existenz leben und verbringen. Dadurch konntet ihr die Liebesschule und die Schulungen in der nächsten Inkarnation zur Erde tragen. Lasst euch erfüllen von unserer reinen Essenz und unserer Liebesfrequenz auf allen Ebenen und sendet mit uns die Heilfrequenzen der Liebe auf eure ganze Erde aus. Und alles, was wir in unseren Chakren heute gereinigt, erlöst und wieder mit Liebe erfüllt haben, wieder erfüllt haben, uns wieder aufgeladen haben, erneuert haben, auch in unseren Partnerschaften geheilt haben über Raum und Zeit. All dies senden wir jetzt aus auf die ganze Menschheit, auf den Lichtkörper der Menschheit, in das Bewusstseinsfeld der Menschheit und wünschen uns, dass die venusischen Tempelpriesterinnen, alle Venusier, alle Sternengeschwister, Lichtgeschwister der höher schwingenden Sternenzivilisation jetzt einstrahlen zur Heilung der Liebesbeziehungen auf der Erde, zur Reinigung der Sexualität, zur Heilung der Liebe von Herz zu Herz. Und dies wünschen wir uns jetzt und dies geschieht jetzt. Es ist, sagt Lady Venus, als ob alle Sterne der Liebe einstrahlen auf diese Erde. Es geschieht jetzt. Alle himmlischen Liebespaare strahlen ein und wir segnen mit euch die Menschheit und die Erde. Im Namen der höchsten Lichtmacht, im Namen von Vater und Mutter Gott, der Söhne und Töchter Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehe Asche, Ehe, Ehe Asche, Ehe, Ehe Asche, Ehe, Soham. Wir freuen uns, dass ihr alle mit beteiligt wart. Und es freuen sich auch die Lichtgeschwister von der Venus, die Lichtgeschwister aus allen höheren Lichtdimensionen, die besonders für Liebesangelegenheiten und Partnerschaften auf der Erde hilfreich zur Seite stehen. Denn wir alle sind Multiplikatoren, jetzt, hier und heute. Schön, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.